Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Dranks Profit. Und ich habe mich gerade doppelt gehört, weil Julia KP ist mit dabei. Ja, hallo. Guten Tag. Ja, Leute, seid hier wieder mit dabei beim Super-Marathon zu Questen zu Dranks Profit im letzten Gebiet. Es geht langsam in die letzte Phase. Und ihr wisst ja, wir sind hier bei diesen komischen Maulwürfen stehen geblieben in der letzten Folge. Und jetzt gucke ich mal, wo wir weitermachen müssen überhaupt. Ich weiß nämlich gerade gar nicht, wo ich hier bin. Also ich habe hier auf jeden Fall viele, viele gelbe Flächen. Und ja, da gucken wir doch mal nach. Ich glaub, jetzt hast du die Ratten angenommen? Die Ratten habe ich angenommen, ja. Gut, alles klar, muss ich aber machen. Nee, hast du noch nicht gemacht? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Ja, nimm die doch an, dann weißt du, wo wir hin müssen. Ja, aber keine Ahnung, ich möchte mir das fürs neue Level Cap aufheben. Kann ich nämlich da noch ein bisschen leveln. Okay. Egal, mach mal einfach weiter. Okay. So, viele von euch haben ja gesagt, ich hatte ja in der letzten Folge gefragt, was ihr denn gerne so bei uns, bei mir oder beziehungsweise bei uns, ne? Weil ich mache ja meistens mit Julia. Nichts passiert. Okay. Dann gehen wir mal zu dem anderen. Und da habe ich euch ja gefragt, was wollt ihr sehen in bei Dragon's Profit? Und da haben viele von euch geschrieben, hey, wie wär's, wenn du einfach mal das Ladyset organisierst und so. Und ja, warum eigentlich nicht? Können wir auf jeden Fall machen. Und das werden wir auch tun. Julian hat mir schon seine Hilfe voll zugesichert. Alles klar. Haben wir noch nicht drüber geredet, aber auch okay. Ja, du weißt doch, wie das bei mir immer ist, ne? Weißt du doch. Naja, mach dir mal was ohne mich aus, was mich betrifft. Richtig. So muss das sein. Ja, auf jeden Fall werden wir das machen und ich denke mal, er kann mir da auch so ein bisschen Ratschläge geben. Er hat es ja schon. Ne? Deswegen leuchtet er auch so schon gelb. Das ist aber das 102er und nicht das 94er, was du noch brauchst. Ja, das muss ich ja zuerst suchen. Ich muss mir erstmal das 94er Set zusammenfahren und danach das nächste. So. Das kriegen wir aber alles hin. Weiß man nicht, weiß man nicht. Doch, so eine weitere Frage, die ich euch noch gerne stellen würde, ist nämlich, ich bin zurzeit ein bisschen unschlüssig. Es kommen in nächster Zeit zwei neue Spiele raus und da wollte ich euch mal nach eurer Meinung fragen. Vielleicht kannst du mal dann auch mal deine Meinung sagen, Julian. Ja. Und zwar kommt raus Fallout 4. Ja. Und Anno 2205. Und ich bin mal überlegen, ob ich eins von den beiden Spielen Let's Playen sollte und wollte euch einfach mal eure Meinung fragen. Was meint ihr, welches Spiel würdet ihr mir empfehlen? Oder welches Spiel würdet ihr sagen, hey, das würde ich gerne bei Black Piccolo sehen? Dann könnt ihr das unter die Kommentare schreiben. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Was meinst du? Ja, ich muss mich erstmal erkundigen, was das für Spiele sind. Ach, jetzt noch gar nicht? Die Namen sagen mir jetzt nichts, ne? Okay. Anno ist so eher so ein Aufbauspiel, so, wo du so eine Zivilisation gründest und alles klar. Halt so wie Siedler. Ja, so, ja, genau so. So ungefähr. Nur, dass es halt in der Zukunft spielt und dann musst du halt den Mond auch besiedeln für die Stromversorgung und sowas alles. Das ist so ein neues Feature, was da mit drin ist. Und was gibt's da noch? Also verschiedene Sachen. So, jetzt habe ich hier noch, da unten noch. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen fliegen. Das sind halt so die zwei Spiele, die ich mir zur Zeit angeguckt habe. Also Fallout ist dann eher so auch so ein zukunftsbasierendes Spiel. Halt die Menschen, die Welt ist untergegangen und. Mhm. Man muss halt überleben. Ist so ein quasi so ein kleines MMO als Shooter. Ja, kann man so sagen. Okay. Auch ziemlich cool. Beide Spiele sind leider Singleplayer. Leider. Mhm. Was mich so ein bisschen negativ einstimmt. Deswegen bin ich auch noch so am Hin und Her, weil ich wüsste jetzt nicht, welches ich spielen sollte. Beide Spiele interessieren mich auf jeden Fall. Aber ich würde mich halt für eins interessieren. Für eins entscheiden. Ja, das ist wieder blöd, wenn du zwei Spiele wieder anfängst. Mir fehlt jetzt schon kaum die Zeit, zu zocken. Und das ist dann halt immer so ein bisschen blöd. Läuft. Wie es gerade geleckt hat bei mir. Okay. Konnte keine Attacke machen. Finde ich cool. Ich muss jetzt irgendwelche Sträucher, Pflanzen sammeln. 8 Stück. Ich merke schon. Oh, hinter mir ist einer. Aber mittlerweile mache ich eigentlich auch gut Schaden bei den Viechern. Die gehen zwar nicht so schnell down wie bei dir, aber Schaden. Ich muss unbedingt mal eine neue Rüstung anlegen, ey. Die Rüstung, die ich jetzt habe, ist ja mal voll crap. Das ist ja noch die 98er, ne? Ja. Das ist noch die 98er. Ja, aber ein komplettes Set, ne? Muss man auch sagen. Ich habe ja beim 105er Waffenmeister auch 98er getragen und habe hier alles gemetzelt, sagen wir mal so.
Ja, das geht ja auch. Dafür ist es ja ein Rüstungsset, ne? Die geben ja Eben. dementsprechend halt Boni und so. Also. Okay, als Waffenmeister hast du ein bisschen mehr AP und so, aber. Ja, okay. Ich habe jetzt 27k, also nicht wirklich viel. Okay. Oh, die Quest ist auch fertig. Dann können wir die mal abgeben. Fliegen wir wieder hoch. Ja, das sind auf jeden Fall die beiden Gesprächsthemen. Also die beiden Spiele, die ich halt so spielen würde. Ihr könnt euch ja mal entweder erkundigen, was das für Spiele sind, und ich könnte es dann einfach mal in die Kommentare schreiben. Was noch richtig geil ist, was gestern rausgekommen ist, was ich so gerade so immer so am Rand mitbekommen habe. Ich glaube, gestern ist es rausgekommen. Der erste Trailer zum Kinofilm World of Warcraft ist Es natürlich gibt einen auch. Kinofilm? Ja, klar, die sind schon Heilige voll lange am Scheiße. Machen. Den haben die schon vor, keine Ahnung, 100 Jahren angekündigt. Die wollen ja auch Outlast verfilmen, ne? Outlast? Ja, Outlast wollen die verfilmen. Alter, den gucke ich mir aber nicht an. Den gucke ich mir schon an. Das Spiel ist richtig nice. Ja, es ist ein Horror, ne? Ein Musst auch mal Horrorspiel? Let's Play, ne? Ja, ein Horrorspiel wollte ich so. Wo fährt denn der jetzt hin? Okay, hau rein. Muss ich da jetzt mit? Also, ich nehme erstmal die Quest hier an. Der Rest sind alles Dailies, die nehme ich natürlich nicht an. Das ist Daddy's geworden. Jetzt muss ich erstmal hier vor die Festung. Auf jeden Fall kann ich euch empfehlen, der Track, also beziehungsweise der Kino-Trailer geht auch nur 15 Sekunden. Sie zeigen so gut, ja, die zeigen so gut wie gar nichts, ne? Die zeigen echt Wow, so gut wie gar nichts. wow. Aber das, was zu sehen ist, ist der absolute Hammer. Ohne Scheiß. Also ich habe selten so einen kurzen Trailer gesehen und gedacht, boah, leck mich am Arsch, den Film will ich sehen. Gerücht zufolge soll das sogar nachher Herr der Ringe und so weiter voll in den Schatten stellen, ja. Also da bin ich echt mal gespannt, ob die das wirklich hinkriegen, weil da haben sie echt was vorgenommen. Herr der Ringe in den Schatten zu stellen, das ist schon, müssen echt gut sein. Ja, der Ring ist auch immer so lang. Ja, das stimmt schon. Also es war aber auch ein krasses Buch, ja. Die haben das ja schon übelst verkürzt. Also wenn man die Bücher kennt, dann weiß man, dass das noch viel, viel länger sein kann. Ah, gehen die mir auf den Sack hier. Ja, ich bin schon da. Ja, danke. So, machen wir das hier mal weg hier alles. Ja, ich muss hier wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob ich aus Versehen Daily angenommen habe. Oh, aber was haben die denn hier alles für Loot drin? Meine Güte. So, muss auf jeden Fall hier wieder diese Bordteile sammeln. Also kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, sucht den Trailer, guckt ihn euch an, der ist richtig geil. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. So, dann sammeln wir nochmal die letzten Teile hier. Hier sind auch nochmal ganz viele. Oh, ich glaube, ich muss gleich niesen. Oh Scheiße, und das im Let's Play. Boah, tut mir voll Gesundheit. leid, danke. Ich merke das schon so 10 Minuten voraus, so. Jetzt gleich, ne? Muss ich niesen. Wenn du es 10 Minuten im Voraus gewusst hättest, hättest du dieses Let's Play erst nachdem du genießt hättest. Hast anfangen sollen. Ist ein Argument. Aber wir haben genau vor 11 Minuten angefangen, also. Recht? Nein. Vor 6 Minuten. Aber ist ja dicht dran. Ah, auf jeden Fall. Was ist denn hier? Hier kann ich irgendwas benutzen. Alchemie-Ausrüstung. Okay. Habe ich immer. Sollte ich benutzen, habe ich getan. Weiß aber nicht, was passiert ist jetzt. Eins brauche ich noch. Ah, da vorne ist noch eins. Komm her! Irgendwo hier vorne muss eins liegen. Ich doof. Wo ist denn das? Boah, das Feuer geht mir voll auf den Sack, boah. Das ist immer so laut. Hier ist eins. Nehmen wir das doch. So. Gut. War's das? Ja, ich kann auf jeden Fall wieder zurück und die Quest abgeben. Und damit haben wir hier quasi die Festung schon so gut wie alle Quests beendet. Glaube ich. Weil es der uns nicht jetzt noch eine Aufgabe gibt. Nö. Das war's. Hey, mein Trank ist fertig, schnell trinkt ihn. Der stinkt. Sehe ich größer aus? Komisch.
Der Effekt sollte schon sichtbar sein. Vielleicht hat er den Tank nicht funktioniert. Würde ich auch mal sagen, wa? Dann müssen wir wohl doch meinen Bohrer benutzen. Ja, benutzt euch mal. Benutzt mal euren Bohrer. Irgendwas ist gerade mit dem passiert. Hast du mitgekriegt? Oh. Nee. Hier kann ich auf jeden Fall einen Daily abgeben. Cool. Tja, das scheint es wohl gewesen zu sein. Ich guck mal eben, ob ich noch irgendwo Quests habe. Also eine Quest habe ich noch. Ich weiß aber auch nicht, wie die gehen soll. Was? Ja, hier vorne habe ich einen mega großen gelben Kreis. Siehst du mal, was du machen musst. Ja, das wäre zu einfach. Alles klar. Warte, ich guck mal eben. Also hier ist auf jeden Fall der gelbe Punkt. Genau jetzt unter mir. So. Der Schlüssel und ein guter Schimmer. Den Feind zu Hilfe. Gucken wir mal. Ist das der? Questkarte? Ach, dass man da immer scrollen muss. Warum zeigt das nicht direkt an? Ja. Schatten überm Schattenturm. Heißt die Quest. Alles klar. Okay. Oder? Ach, das müsstest du doch wissen. Also wenn ich in das gelbe Gebiet gehe, oder hast du das auch, wenn du hier auf der Karte hier oben mit der Maus drauf gehst, ist da steht Schatten über dem Schattenturm. Nein. Dann heißt die Quest Schatten über dem Schattenturm. Aber... Du bist direkt über ein Event. Ja, ich habe auch schon gedacht, das ist vielleicht das Event, aber... So, wo sind Schatten wir denn? Über einen Schattenturm. Natürlich ist es das Event. Tatsache. Achso, deswegen steht da wahrscheinlich Schatten über den Schattenturm. Moment, wir sind hier in Citeran, ne? Richtig? Ja. So, dem Feind zur Hilfe. Der Schlüssel zu einem guten Schimmer. Also zwei Quests werden mir nur angezeigt, beziehungsweise drei mit dem Aufklärung. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal das Event hier und gucken mal, was passiert. So, helft den Blutteufeln. Du musst diese Sharks killen. Dampfkrieger zum Beispiel. Du darfst diese roten Blutteufel nicht umbringen. Also jetzt die Dampfmaschinen töten, ja? Ja, genau. Okay. Okay. Da vorne sind noch welche. Aber die roten Krieger da auch, oder nicht? Nein. Okay. Blutteufel nicht, da steht ja Blutteufelverlust, du darfst die nicht... Da steht sogar, helft den Blutteufeln. Weil, willst du dir helfen, indem du die umbringst, oder was? Ja. Ja. Jetzt sind sie auch erlöst, oder? Ja, schon, aber... Vielleicht haben die noch was auf dem Herd. Stirb fein nicht, ne? Ja, hinter mir ist so ein gelb... Ah, scheiße. Ist er wirklich gestorben? Hinter mir ist so ein leuchtend gelbener aufgetaucht und hat mich voll weggeklatscht. Du brauchst echt mal deine Ausrüstung. Ja, ich glaube auch. Und ich brauche vor allen Dingen eine andere Skillung. Mir wurde ja angeboten, weil ich meine Skillung halt tausche. Boah, was jetzt? Ernsthaft? Boah, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Was? Ja, ich bin ganz am Anfang. Wenn du hier stirbst, bist du am Anfang. Warum? Keine Ahnung. Was ist der Sinn? Fragt die Entwickler. Oh Gott, besser nicht, ey. Jetzt geben die mir noch eine Antwort. Was, sonst geben sie dir noch eine Antwort? Ja. Himmel, hilf, ey. Ja, warte, ich bin sofort da. Helf den Blutteufeln. Also, wir müssen den Blutteufeln helfen. Ja, und du darfst sie nicht killen. Aber sie greifen uns an. Das ist sehr logisch. Ja, das ist was eher logisch. Warum? Verstehst du nicht die Logik dahinter? Nö. Wieso soll ich dem Feind meines Feindes helfen? Ist doch cool, wenn sie sich gegenseitig umbringen. Wie war das nochmal? Der Feind meines Feindes ist mein Freund? Ja, anscheinend ja nicht, weil die hauen mich ja auch. Das ist ja das Problem, was ich habe. Ja. Ja, was soll's? Scheiß da oben drauf. Ich hab hier gerade eine Kiste gedroppt.
Ich versuche die mal mit meinem Schlüsselchen hier aufzumachen. Scheiße, Robert, dann verzieh dich. Kommst du jetzt alleine recht, ne? Hm? Ja, ja. Kommst du ja alleine zurecht, gut. Bin ich Premium. Diese komischen Automaten kann ich auch killen. Ne? Die sind ja auch, denke ich mal, böse. Automaten? Ja, das sieht doch so aus hier mit vier Beinen. Ein Cola-Automat oder was? Ja, so ein Cola-Automat. Alles klar. Wie bescheuert ist er. Wer ist auf die. Wer ist auf das Design gekommen, verdammte Kacke? Mit dem Automaten? Ja. Bei einem Cola-Automat oder? Die Namen sind ja sowieso meistens das Geilste an dem Spiel hier. Wie manchmal alle heißen. Sachs, Dampfkrieger und keine Ahnung, schieß mich Totträger. Sind halt total lustige Namen. Da hast du nochmal die Schlüssel. Schlüssel. Platt. Hä? Das ist auch schon wieder so ein Roboter. Ich sagte, die sind gerade platt gegangen. Ja. Da läuft er hier, was los ist, ey. Voll im Bar hier. Ich sollte vielleicht mal mein Lootpad rausholen. Lootpad! Lauf amok! Weiß nicht, wie weit geht denn das Event? Oh, das geht bis hier gut. Dann kann ich dir ja, hier. Ja, es geht schon weit. Hm? Ja. Diese grünen Viecher kann ich auch töten, denke ich mal. Ne? Die gehören auch dazu. Mhm. Das ist tot. Helf dem Blutteufel. Ist abgeschlossen, oder? Wieso hatten das jetzt wieder von Anfang angefangen? Keine Ahnung, das musst du öfters machen. Glaube ich. Ja, GZ! Was? Ja, das öfter machen. Mhm. Logisch. Rettet sie nicht einmal, rettet sie zweimal. Oder viermal, oder fünf. Oder doch sechsmal. Oder sieben? Ich weiß es nicht. Nee, nicht gleich übertreiben. Na, stimmt. Ist ja voll übel. Warum sind jetzt die grünen Käfer? Käfer. Komm her, ich Käfer. Jetzt alle gegen mich oder was? Nee, geh weg. Jetzt verfolgt nicht mich. Geht woanders hin. Wollt ihr mich jetzt verarschen oder was? Wen sollst du denn sonst verfolgen? Jetzt verfolgen die mich, den ich rette. Gerade. Boah, verzieh dich. Ist ja nicht wahr, ey. Wie soll's denn da Freund und Feind trennen? Ist doch nicht wahr, oder? Hm. Na vorne, hier sind auch noch viele. Ja, genau. Ach, verzieh, ich bring ihn einfach um, ja. Egal. Wie gesagt. Problem gelöst. Lass mich in Ruhe. Bei dir abgeht. Hä? Was bei dir abgeht? Ja, Mann, hier ist voll Action. Blues, Alter, Blues. Dann machen wir das Ding hier noch einmal und dann gucken wir mal, ob es was gebracht hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich gleich schon. Es voll hat, wenn es weitergeht. Immerhin. Ich steuere jetzt einfach hier die ganzen Gerätschaften. Bringt auch gut. Bonus. Komm ran auf den Meter. So, ist auch weg. Gehen wir nochmal zurück. Also sind nicht mehr viele, die wir töten müssen, glaube ich. Hm? Hier ist eine Truhe.
Ja, die versuche ich ja gerade zu öffnen, also Soll ich den die Schlüssel öffnen? dafür zu holen. Nee, die möchte ich öffnen. Ich kann die Was auch ich finde, öffnen. das ist. Ja. Nee. Doch, könnte ich. Ja, könntest du. Mach ich aber nicht. Warte, warte, warte. Du musst eine Veräppel nehmen. Einmal im Auktionshaus diese Scheiße nicht gibt, wo ich brauche. Immer wenn man es braucht. Bist du denn? Ich dachte, du bist hier und hilfst mir. Ich hab doch gesagt, ich muss kurz weg. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So, Da hört jetzt er mir steht da, nicht mal zu. besiege nun die Blutteufel, damit sie sich nicht gegen die Allianz stellen. Jetzt soll ich Ja, den so aus, die Blutteufel töten, Blutteufel. oder was? Ja, Mann. Verhau sie. Ah. Könnten die sich mal entscheiden, Alter? Mann, schau nicht. Oh, ich sterb gleich. Schattenspurm Hauptwachmann. Okay. Ja, ich versuche einfach mal mit dem Schlüssel aufzumachen. Ich weiß gar nicht, wo die Haupt. Ah, doch! Da hinten! Verblickte Seuche! Da ist er doch! Wo ist wer? Das ist wahrscheinlich derjenige, den ich wirklich töten muss. Boten? Was? Ja, der Boss. Ja, genau. Kann Ja, ich dir behilflich genau. sein? Ja. Danke. Wo ist jetzt eigentlich die Kiste hin? Ach, da ist die Kiste. Oh, meine Güte. Schwere Geburt hier, ey. Und das. Der Schattenturm Wachhauptmann. Der ist da hinten, komm mal mit. Ja, ich bin so gut wie bei dir, Ratte. Da Ich könnte steht er gar noch nicht. rum. Ich kann nicht. Ich wollte mich gehen lassen. Was soll ich machen? Wo soll der sein? Komm einfach mal mit. Ja, genau. Wo bist denn du? Ja, Ja. siehst du bitte auf der Map. Ja, ich kann jetzt. Ich muss jetzt alles pullen, um da reinzukommen, ne? Ja, dann mach. Los, go, go. Warte mal, Alt, Ach, ja, aber du Alt. musst nicht alles. Machst du das? So, jetzt. Okay. Bin gerade noch so da rausgekommen. Da steht der komische Wachtmann. Wachthauptmann. Wo? Nee, Wach. Da. Der Typ? Hier von mir. Ja. Der da! Ja. Was ist das für ein Appel? Gut, dann machst du jetzt alleine. Spaß. Krasse Nummer, Alter. Boah, geht aber schnell. Er hat auf jeden Fall Ausdauer, mein lieber Scholli. Wo ist der hin? Weiß ich nicht. Oh, der liegt vor mir. Ich glaube, ich habe ihn gekillt. Nee, der ist in der Masse noch. Echt, der lebt noch? Ja. Ah, da. Okay. Treffe nicht gescheit. Ja, jetzt lebt er nicht mehr. Ja, Jawohl. okay. Abgeschlossen. Ja, das war die letzte Quest, würde ich sagen. Ich habe auch gerade hier eine Folge gekriegt. Gucken wir mal in Achievement nach. Achievement Gilde. Da haben wir auf jeden Fall was für die Gilde bekommen. Oh, 400 Gold. Oder auch nicht. So. Das war's oder was? Was ist denn mit erforschen? Gibt es hier kein Reittier, Haustier, Gleittier, Bist du nicht Leittier? fertig? Warum nicht? Weil du noch nicht fertig bist. Aber wahrscheinlich in den Dungeons noch die Quests und so, oder? Nein, du musst aber noch ein paar solche Punkte sammeln. Sollte vielleicht Musst Dungeons machen, musst besondere Mobs killen, musst Events machen. Echt jetzt? Dann bekommst du auch diese letzten Punkte noch voll. Also früher war das einfach nur die Quest beenden, also die Questreihe und ist gut. Ja, Also früher, früher. meistens hattest du da genug Punkte zusammen. Ne? What Ja, is it? dann nehmen, geben wir mal hier die Quest ab. Das war sie. Und das war auch die Folge für heute. Ich danke euch auf jeden Fall wieder mal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Was ich dann zeige, weiß ich noch nicht. Wir fragen einfach mal den Julian. Haut rein. Hä, was sagst du? Was, 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 Alles was, klar. was? 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 Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.